erste Baum ist gefährlich immer und der letzte auch. Schon. Wie ich gesagt habe, der erste und der letzte. Mit dem ersten habe ich eigentlich kein Problem gehabt, aber mit dem zweiten. Ja, sehr schön. Der letzte Baum, ja? Ja, wie gesagt. Scheiße. Keine Chance. Keine Chance. Den einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein. Ich verwende ja seit einiger Zeit, also in den letzten Videos, die Kapitelfunktion von YouTube. Das heißt, ich teile das Video in einzelne Kapitel auf, die man dann auch überspringen kann, ganz einfach. Dazu geht man jetzt einfach entweder unterhalb vom Video auf den roten Balken, der ist dann in mehrere Kapitel eben abgeteilt, deswegen sind auch die Linien oder ist die Linie unterbrochen. Oder der zweite Weg, man geht in das Menü Videobeschreibung und kann sich eben hier die einzelnen Kapitel heraussuchen und per Tipp auf den Button des jeweiligen Kapitels kommt man eben zu der einen oder anderen Stelle des Videos. Ich persönlich finde es ganz angenehm, weil so wie jetzt hier in diesem Kapitel, ja, geht es eigentlich nur ums Entasten und Ablängen der Käferbäume. Das dauert jetzt rund 10 Minuten 54 Sekunden. Und für wem das zu lange dauert, der kann natürlich ganz einfach mit dieser Kapitelfunktion eben diese Videostelle überspringen. Natürlich einer, den das interessiert, der kann sich das jetzt auch 10 Minuten 54 Sekunden durchgehend ansehen. Ja, und die Stelle, wo ihr einen leichten Auszucker kriegt und die Motorsäge durch die Gegend schmeißt, das ist dann auch ein eigenes Kapitel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh,
Thank you.
das sage. Scheißkrüppel! Die Säge kann natürlich nichts dafür, für die Situation. Der Hauptgrund, warum ich mich so ärgern tue, ist der, dass der Kerzenschlüssel natürlich im Traktor unten ist, und ich runterlaufen darf. Der Grund, warum die Kette nicht abgesprungen ist, ist das kleine dürre Astl auf der Seite, das die Ketten aus der Führungsschiene hinausgedrückt hat. Leider, ist halt so. Eine Planänderung. Super, jetzt habe ich zwei von dir. Jawohl! So weit bin ich gekommen, genau. Von Lagerplatz hängt sich das Schwein aus. So, das ist der letzte Rest. Das Problem ist, es hat nur der Nachtzug geregnet. Ich kann den Weg nicht mehr fahren. Auf jetzt wenigstens. Aber geht immer. Nachdem das Holz bei weitem nicht so weit abgegangen ist auf dem Weg, wie ich gedacht habe, kann ich es mit der Kette nicht anhängen. Also weiß ich jetzt, da geht er oben ablegen und mit Sabel ob ich schupfe auf dem Weg. Hat den Vorteil, ich brauche bei dem Dreck nichts abschneiden. Und es regnet schon. Wieder. So, jetzt müssen wir den Schwung geschwind einmal ablegen da. Und zum Liefern ist das Wetter eh perfekt. Oh, das war's dann auch schon. Ja.
runtergebracht habe, bringe ich die anderen auch runter. Das war die stärksten, glaube ich. And the last one. Dann ist das wieder quer, wieder zieht sicher. Das letzte ist das. Jawohl! Gut, Steve! Ah, sehr schön. Ja, geschafft habe ich es. Partie beendet. Ein paar Stück sind jetzt noch mit dem Traktor hinunterzuziehen am Lagerplatz. Aber dann sind wir fertig. Im Großen und Ganzen hat alles gut funktioniert. Natürlich mit einer Seilwinde, wie gesagt, war es natürlich noch einfacher gewesen. Und dann wäre ich auch noch schneller gewesen. Ja, von der Zeit her, die ich gebraucht habe, jetzt da für die Aufarbeitung des Käfernestes, waren ca. 12 Stunden. Ich glaube, das ist ein Leistung, mit der ich leben kann. Nur dadurch, dass nicht alles so ganz so funktioniert hat, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber natürlich bin ich auch alleine gewesen bei dieser Arbeit. Ich habe mir das freiwillig ausgesucht, diese Arbeit. Ich hätte es nicht machen müssen. Aber dadurch, dass ich eine ziemliche Freude und einen Spaß habe bei solchen Arbeiten, mache ich das gern. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Videomaterial gebraucht für eine Videos für euch. Von denen hat es für mich ganz genau gepasst. Insgesamt sind ca. 15 Festmeter Holz zusammengekommen. Und ohne Schaden bin ich auch nicht durchgekommen. Ich habe leider meinen alten Pfannerhelm demoliert. Der ist auf den Traktor runtergefallen. Das erste Mal gleich mal hier in dieser Situation. Den habe ich hinten im Heck drinnen gehabt. Und habe da mitgefilmt. Dann ist mir hinten rausgefallen. Da ist glücklicherweise noch nichts passiert. Aber im Abspann ist noch einmal zu sehen, dass ich zwischendurch den Helm draußen am Scheinwerfer montiert gehabt habe. Und da ist mir dann zwischendurch einmal runtergefallen. Dann habe ich meinen Vorderreifen beim Zurückschirm erwischt. Der GoPro ist zum Glück hier nichts passiert. Das war wohl klar.